Allergien. Amoklauf des Immunsystems. Immer mehr Menschen leiden an Allergien. Bienenstiche, Pollenstaub oder der Verzehr eines harmlosen Apfels sorgen dafür, dass das Immunsystem Amok läuft. Die Zahlen sind alarmierend. Es gibt ja ganz klare Zahlen aus der Schweiz, wo bei den Rekruten in den 30er Jahren noch 2% allergisch waren und jetzt eben halt die Zahlen in der Allgemeinbevölkerung bei den jungen Erwachsenen über 40% liegen. Also die Zunahme ist da und sie nimmt auch weiterhin zu. Genetische Faktoren, Umwelteinflüsse und die Tatsache, dass bei den heutigen hohen Hygienestandards das Immunsystem unterbeschäftigt ist, spielen eine zentrale Rolle. Sorgen bereitet den Fachleuten der oft legere Umgang mit Allergien. Das Allerwichtigste, was wir eigentlich lernen müssen wirklich als gesamte Bevölkerung, ist, sie erstmal ernst zu nehmen. Wir wissen inzwischen, dass ein Kind in der Schule 40% Wahrscheinlichkeit hat, im Sommer um eine Note abzufallen, wenn der Heuschnupfen nicht richtig behandelt ist. Wir wissen, dass eben halt auf europäischer Ebene in den Betrieben ca. 100 Milliarden Euro vergeudet werden, dadurch, dass Allergien nicht richtig behandelt sind und die Menschen weniger leistungsfähig sind. Die Verbesserung der Lebensqualität für Allergiker hat man sich nicht nur in der Charité in Berlin auf die Fahne geschrieben. In die Grundlagenforschung ist bis anhin vergleichsweise wenig Geld geflossen. Erst langsam können Lücken geschlossen werden. In den Labors auf der ganzen Welt träumt man davon, möglichst bald Impfstoffe gegen Allergien zu finden. Aber so weit ist man noch nicht. Hier in Berlin hat man sich auf die Erforschung von Mastzellen spezialisiert. Sie sind ein Keyplayer im ganzen Konzert der allergischen Reaktion. Die Mastzellen, das sind die sogenannten Effektorzellen, die die Effekte der allergischen Reaktion machen. Die setzen das Histamin frei. Histamin ist eine Chemikalie im Körper, die dann an den Augen zum Juckreiz, Tränen führt, bei der Nase das Naselaufen, das Niesen hervorruft, an den Bronchien die Verengung macht, die die Menschen bei der Lunge beim Asthma spüren, und an der Haut kommt es zu Juckreiz und Quaddeln. All diese Punkte spielen bei der allergischen Reaktion eine Rolle. Und wenn wir besser verstehen, wie wir diese Mastzellen ein bisschen zähmen können, ein bisschen den Mastzellen erklären, hey, es ist nicht wichtig, ganz so stark zu reagieren, sind wir schon sehr viel weiter. Und Achtung, nicht alle Allergien verlaufen harmlos. Ein allergischer Schock, meist mit sehr starken Rötungen und Schwellungen verbunden, kann tödlich enden. Meist kommt es innerhalb Minuten oder gar Sekunden zu Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Der Kreislauf bricht explosionsartig zusammen.